Sayonara, Salvatore. Oh. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. So, so, du kleines horny Beast. Ja, lass uns mal abhauen von hier. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so dabei zusehen. Wir haben Besseres zu tun. Begib dich in den Rotlichtbezirk und warte, bis Salvatore den Club verlässt. Tja, so schnell kann es gehen. Gerade eben waren wir noch sein Favorite Cleaner. Und haben richtig ordentliche Aufträge für ihn erledigt. Und im nächsten Moment landen wir durch ein Missverständnis auf seiner Abschussliste. Jetzt muss ich bloß mal schauen, muss ich da lang? Ich glaube nicht, ne? Landen wir durch ein Missverständnis auf seiner Abschussliste. Und im Gegenzug müssen wir ihn zwangsweise auf unsere Abschussliste setzen. Also, so schnell kann es gehen im kriminellen Geschäft, ne? So wird es für ihn wahrscheinlicherweise nicht so gut enden, das Ganze. Und nur, weil Maria die Klappe nicht halten konnte. Also dann, wieder zurück auf gefährlichem Gebiet, muss man schon sagen. Denn im Prinzip kann uns hier niemand mehr leiden, die Triaden sowieso noch nie. Und die Mafia ist jetzt auch hinter uns her. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie eine Chance kriegen, uns zu rächen. Oder halt dafür zu sorgen, dass wir nicht draufgehen, weil... Oh, sieh mal an. Weil derjenige fehlt, der den Auftrag dazu gibt. Okay, wir sollen nicht vor Luigi's Club herumhängen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier noch irgendwie die anderthalb Minuten vertrödelt kriegen. Ich glaube, ich mache mal meine Karre noch mal ganz, oder? Ich meine, die rauchen zwar eigentlich noch nicht, aber... Nee, wobei, eigentlich sieht die noch okay aus. Abgesehen davon, dass eben die Motorhaube ab ist, aber ansonsten ist sie eigentlich noch okay. Gut, dann warten wir hier mal kurz, bis die Minute noch um ist, bis es 7.30 Uhr ist. Tja, so wird es jetzt also das Ende für Salvatore sein, weil Maria gequasselt hat und Unsinn erzählt hat. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Ich meine, was sollen wir tun? Wir könnten uns natürlich ganz verkriechen. Aber das ist jetzt die proaktive Gegenwehr sozusagen. Das ist ja schon Mord aus Notwehr. Das klingt jetzt bescheuert, aber letztendlich ist es ja so, ne? Ich hoffe bloß, das geht gut, denn ich glaube nicht, dass der unbewacht sein wird. Ich glaube, ich werde es mal mit der MP probieren, mit der Upsi. So aus dem Auto raus. Es sei denn, es gibt irgendein vorgeschriebenes Skript. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir werden es ja gleich sehen, theoretischerweise. Was? Was war das denn? Oh ja, das sind einige Gorillas, die da mit rauskommen. Alter, wie viele sind das denn? Okay, 6 Stück. Da hat er ja ordentlich was an Begleitung mitgebracht und gehört ja auch mit dazu. Okay. Na klasse. Salvatore verlässt jetzt Luigi's Club. Wunderbar. Ja, dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt genau machen. Ich meine, ich könnte versuchen, ihn jetzt zu überfahren, wenn er da rauskommt, aber da sind so viele, die dann auf mich schießen würden. Ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn wir ihn erstmal einsteigen lassen und dann versuchen, ihn während der Fahrt brennend zu schießen, sozusagen. Ich glaube, da haben wir bald mehr Chancen. Einfach weil die Autos so schnell Feuer fangen hier. Ja, ich glaube, das ist besser. Lass es mal machen. Na dann.
Wundert euch nicht, dass ein Yakuza-Wagen hier rumfährt. Oh shit. So, komm schon. Ah, jawohl. Hab ihn. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Er hängt fest. Ah. Shit, wo ist er? Ah, nein, 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 nein. Komm, fahr zu. Fahr zu. Oh nein. Mann, der ist schnell. Der ist schnell, der Arsch. Oh, erwischt. Jawohl. Das reicht, das reicht, das reicht. Komm schon, explodier. Ja. Süße, süße Rache. $25.000 für uns. Wahrscheinlich von Akusa, nehme ich an. Asuka, nicht Akusa. Und wir so... Oh Gott, steig da mal aus, wa? Und wir sollten Ruhe vor Salvatore haben. Der dürfte uns nicht mehr problematisch werden. Allerdings sollten wir uns wahrscheinlich aus dem Mafia-Gebiet verziehen, denn die sind jetzt garantiert nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Halten wir uns doch lieber von dieser Seite der Stadt fern und verziehen uns in Richtung Westen. Wobei, das... Warte mal, das Telefon? Wir gehen mal kurz schauen. Das Telefon scheint doch hier auf der Seite zu sein. Das ist doch hier von El Burro, oder? Was sieht danach aus? Ich gehe mal speichern. Gehen wir mal speichern und dann schauen wir mal, was es bei El Burro gibt. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall zu neuen Ufern aufbrechen, denn die alten sind weg. Dafür haben wir gesorgt. Und das nicht gerade auf zimperliche Art und Weise. Salvatore ist Geschichte. Und ich befürchte, wir werden Maria jetzt so richtig am Hals haben. Denn, naja, ich glaube, sie ist ab jetzt ungebunden. Sie dürfte jetzt ledig sein. Ich weiß nicht, ob die jemals geheiratet haben, aber zumindest hat sie keinen Freund mehr. Gran Turismo? Schon wieder? This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are getting a reputation on the streets. Das kennen wir doch schon. Warum zur Hölle kriegen wir nochmal den Auftrag? Ich habe das auch gemacht hier in dem Spielstand. Warum kommt das jetzt nochmal? Ich glaube, das machen wir jetzt nicht nochmal. Also ich werde nochmal laden. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Das passt ja gut. Ja, wir müssen das ja nicht nochmal machen. Das wäre ja Quatsch. Das haben wir ja schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nochmal auftaucht. Denn ich habe tatsächlich das schon auch in diesem Spielstand gespielt. Na gut, machen wir uns auf die andere Seite rüber. Das werde ich dann mal zwischen den Aufnahmen einfach nochmal mit abarbeiten, damit es nicht mehr auftaucht auf dem Radar. Aber wir wollen jetzt doch da weitermachen, wo tatsächlich auch neue Missionen auf uns warten. Und das ist bei Asuka für die Yakuza. Bin gespannt, was es dort so erwarten wird. Die sind bisher noch gar nicht weiter erwähnt worden. Das heißt, die dürften uns neue Konflikte eröffnen, sozusagen. Oder die dürften in neue Konflikte verwickelt sein, die wir noch nicht so weiter kennen. Schauen wir doch mal... Was? Die Karre spackt wieder ganz schön rum. Schauen wir doch mal, was genau sich denn da ergeben wird. Ich bin sehr gespannt. So, wieder zurück auf die andere Seite. Die wir noch komplett neu kennenlernen müssen jetzt. Staunton Island. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich weiß es gar nicht. Staunton habe ich noch gelesen. Ich schätze mal, das Island dahinter stand. King Courtney will dich sprechen. Wer zur Hölle ist das? Am Telefon in Espatria. Okay. Später vielleicht. Ich mache erstmal bei Asuka weiter. So, heizen wir doch gleich mal hier runter, wa? Direkt gegen den Baum. Natürlich. Großartig. Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass die Yakuza-Karren extrem schnell kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ist, aber kam mir so vor. Na gut, machen wir mal weiter für Asuka. Mal sehen. Jetzt sollten wir, nachdem wir die alte Verbindung gekappt haben, was Neues aufbauen.
unter Überwachung. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Okay, da haben wir ja eine kleine Zeitaufgabe. Ist wunderschön, Kenji, so wunderschön am Lispeln gewesen. Man sollte sich ja nicht über Menschen lustig machen, die einen Sprachfehler haben, aber es klang einfach zu drollig. Drop bye bye bei Casino. Entschuldigung. Sollte man sich wirklich nicht drüber lustig machen eigentlich. Aber es ist immer so schwer, Menschen ernst zu nehmen, die lispeln oder irgendeinen anderen Sprachfehler haben. Das ist eigentlich ziemlich gemein und ziemlich oberflächlich, aber es ist nun mal so, ne? So. Haben wir dann nicht noch? Natürlich haben wir noch. Wunderschön. Zack, und weg da. Das hätten wir. Weiter geht's. Dann bequeme ich mich doch gar nicht erst auf die Insel drauf, da drüben. Aber ich muss sagen, der Typ hat ziemlich gut gezielt, dafür, dass ich so weit weg war, ne? Hat mich direkt getroffen. Na gut, ich glaube, das dürfte mit dem Scharfschützengewehr... Entschuldigung! Boah, dieser Blutstreifen! Mit dem Scharfschützengewehr dürfte das eigentlich ganz easy werden. Da sollten wir eigentlich keine größeren Probleme haben. Hi! Oh, shit! Shit! Ja, sprengen wir uns am Ende noch selber in die Luft. Großartige Sache. Geile Idee. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Ich dachte, es wäre jetzt irgendeine Polizeiüberwachung. Das habe ich irgendwie gerade falsch mitgekriegt. Ich muss zugeben, ich habe auch bloß so halb zugehört bei Asuka. Weil ich noch zu sehr gedanklich mit Kenji beschäftigt war und seinem Lispeln. Ich dachte, es wäre jetzt eine Polizeiüberwachung. Aber das sind doch Mafia-Leute, die wir gerade umbringen, oder? Habe ich das jetzt falsch aufgeschnappt? Und wo sind die jetzt? Hä? Warte mal. Ah, okay. Das ist so eine... Nee. Hä? Wo muss ich hier hin? Komme ich hier irgendwo rein in das Haus? Das ist aber auch kein Eingang, oder? Nee, das ist aufgemalt. Bin ich bescheuert? Wo zur Hölle sind die? Da, ach du Scheiße. Na warte. Gut, dass ich ein Scharfschützengewehr habe. Entschuldigung, Herr Polizist. Das ist meine Ecke hier. So, dann schauen wir mal, dass wir die hier irgendwie da runtergeholt kriegen. Halleluja. Na, die meinen es ernst. So, treffe ich euch denn von hier aus? Irgendwie wandert mir hier immer was in den Weg. Das sind aber viele, Mensch. Hallo? Ich sehe irgendwie nicht von hier aus. Shit. Ja, kümmern wir uns erstmal um die anderen. Gibt ja noch ein paar mehr. So, verschwinde mal. Shit, 14 Lebenspunkte. Wie komme ich denn an die ran, Mensch? Kann ich da losschießen? Nee, ne? Okay, den hätten wir, dann wäre es bloß noch der eine. Aber der versteckt sich halt wirklich da oben. Ach, sehr gut, ich konnte losschießen. 13.000 Dollar für uns. 15.000, Entschuldigung. Und ich habe keine Ahnung, wie man das hätte machen sollen, wenn man kein Scharfschützengewehr hat. Also, die Mission war dahingehend schon ziemlich gemein, muss ich sagen.
Na gut, wir haben den Job für Asuka erledigt und ich würde sagen, wir machen nicht direkt mit Kenji weiter, auch wenn der direkt hier seine Jobs für uns hat. Wir gehen erstmal speichern und sollten vielleicht auch mal zusehen, dass wir irgendwie an Leben kommen. Das wäre vermutlich nicht ganz üblich. Steigen wir mal in den Cheetah um. Schnelles Auto kann nie schaden. So, halt! Da habe ich doch gerade schon gesehen, was ich brauche. Gut, dass ich immer ein Auge dafür offen habe. So, dann spare ich mir, glaube ich, auch das Speichern direkt. Und mache trotzdem bei Asuka weiter. Wir arbeiten erstmal einen Auftraggeber ab, bevor wir dann mit dem nächsten anfangen, würde ich vorschlagen. So, wir müssten irgendwie nach unten, glaube ich. Hier sind wir falsch, auf jeden Fall. Kommen wir denn hier irgendwie jetzt einfach runter? Nee, ne? Ich habe gerade gesehen, da gab es ein Amokläufer-Icon. Das ist auch was, das ist noch aus den ersten GTA-Teilen und es wurde dann in GTA 5 tatsächlich wieder aufgegriffen. Dass man einfach innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl an Leuten umbringen muss. Bloß in GTA 5 ist es noch ein bisschen anders umgesetzt worden. Da liegt es dann in der Hand von Trevor, sich mit irgendjemandem über Kreuz zu kommen oder mit irgendjemandem über Kreuz zu kommen und dann einen Mordrausch an denen auszuüben. Hier ist es dann doch, glaube ich, ein bisschen wahlloser, wen man dann umnietet. So, nächster Auftrag für unsere kleine japanische Freundin. Mal sehen, was sie diesmal für uns hat.